Ganz wilde Geschichte. Herzlich willkommen zurück. Doppelfolge, wie gesagt. Ich bin immer noch der gleiche. Es ist immer noch Mittwoch. Es ist jetzt, glaube ich, sind nicht mal 5 Minuten vergangen. Hab das Spiel neu gestartet und mal kurz die Aufnahme. Müsst ihr euch so vorstellen, in OBS nach der Aufnahme wird das Spiel noch, das Video nochmal so ein bisschen gerendert. Ja, also es wird von alleine nochmal so ein bisschen richtig sicher abgespeichert und so. Ist ganz nice. Habe ich kurz durchlaufen lassen. Dauert aber nicht lange. Das dauert nicht mal eine Minute. Das heißt, wirklich sind jetzt ungelogen 3 Minuten vergangen. Genau, also ihr habt nichts verpasst. Wir laufen jetzt direkt weiter durch. Und weil wir eben relativ viel über die Gilde gesprochen haben und über den, über die ganzen, über hier auch den, Time-Lapse, müssen wir gleich versuchen. Nach der Ascension. Weil Ascension müssen wir auf jeden Fall nochmal. Ich weiß gar nicht, ob wir diesen Run vielleicht Moero kriegen. Oder Möri? Moero? Keine Ahnung. Aber solange es jetzt hier ein bisschen mal vor sich hin plätschert, erzähle ich mal ein bisschen aus meinem Privatleben. Und zwar gestern Abend, ja. Also wie gesagt, meine Glückssträhne geht weiter. Ich habe gestern Abend drauf gesetzt, dass Liverpool gewinnt und beide Teams treffen. Ja. Liverpool, das Spiel, also die Folge kommt jetzt natürlich noch einen Tag später. Hätte ich vielleicht in der letzten Folge mal erwähnen sollen. Liverpool hat nach 3 Minuten, glaube ich, 1-0 zurückgelegen und vor der Halbzeit auch das 2-0 gegen sich kassiert. Und dachte ich so, Alter. Schein ist weg, aber ist egal, gutes Match, jetzt wird es mal richtig spannend. Und was ist? In der Halbzeit habe ich mich dazu entschieden, 20 Euro, ich hatte insgesamt 45 und habe 25 drauf gesetzt, auf Liverpool Sieg oder unentschieden, nee, auf Sieg und beide Treffen. Und das war, ich hätte insgesamt 95 bekommen, also 70 Euro plus. So, zur Halbzeit stand es aber 2-0 Villarreal. Dann habe ich gesagt, okay, ich setze jetzt nochmal die anderen 20 Euro, die ich noch habe, auf Villarreal oder unentschieden und beide Teams treffen. Das heißt, wenn sobald Liverpool dann ein Tor schießt, ja, gewinne ich safe die eine Wette oder die andere. Weil wenn Liverpool trifft, kann es ja nur noch auf Sieg Villarreal und beide treffen, unentschieden, beide treffen oder Liverpool beide treffen. Hatte ich ja auf dem anderen Schein. Und ich habe natürlich gedacht, naja, das wird safe nicht. Ich hoffe jetzt auf das eine Tor Liverpool. Und die schießen dann relativ schnell nach der Pause das Tor. Und dann dachte ich so, oh, nice. Dann bei der einen Wette war nur eine 1,6er-Quote. Die neue, die ich getippt habe, die 20 Euro. Und hätte dann 30 rausbekommen. Das heißt, ich hätte insgesamt 45 gesetzt und 30 wiederbekommen. Aber es ist besser, als wenn ich 25 gesetzt hätte und wird komplett weg. Hätte ich am Ende 20 Euro gehabt. So komme ich zumindest noch auf 30. Habe ich schon mit den 30 Euro abgefunden. Schießt Liverpool noch das 2-2. Und da dachte ich so, Alter, wenn die jetzt noch ein Tor schießen, absolut Ehre. Da habe ich insgesamt zwar 45 Euro gesetzt, statt nur 25 wie zu Beginn, weil ich nicht beliebt habe. Aber ich würde trotzdem mal zumindest 50 Euro gut machen. Ja, ich komme ja am Ende auf 95 raus. Oder halt auf 30. Und dann schießt Liverpool wirklich das 3-2. Ich dachte so, nee, ich glaub's nicht mehr. Hätte ich den Schein in der Halbzeit nicht gemacht, weil ich eine Pussy bin. Aber ganz ehrlich, wenn sich die erste Halbzeit angeguckt hat, Villarreal gegen Liverpool, Villarreal hat die kaputt gemacht. Keine Chance für Liverpool, keine Chance. Die wurden komplett bietet. Also, ne. Gut, auf jeden Fall Liverpool hat es dann 3-2 gewonnen. Ich dachte so, oh, absolute Ehre. Hab zwar 20 Euro zu viel gesetzt, aber ist mir egal. Bei Absicherung, damit es ein bisschen Schadensreduzierung ist. Aber trotzdem, also, mega entspannt. Mega entspannt. Habe ich jetzt aus 45 insgesamt 90 gemacht, 95 gemacht. Hab jetzt halt mit den 95, die ich jetzt habe, also die 50, die ich aktiv gewonnen habe, die 50 lasse ich mir gleich auszahlen. Ist guter Call, hab ich vergessen. Die hole ich mir gleich wieder raus. Ich habe mir letztes Mal 80 rausgeholt und 60. Und wenn ich jetzt nochmal 50 raushole, die jetzt endlich mal meine sind, ich glaube, die von den 80 war immer 50-50 mit meiner Freundin, bei den 60 auch. Die 80 sind jetzt, die 50, die ich jetzt raushole, sind wirklich meine. Und kommen dann halt mit 80 sind 40, 30 sind wir bei 70 und dann nochmal 50 sind wir bei 120, die ich in letzter Zeit plus gemacht habe. Bei 120, die ich aber selber eingezahlt habe, die ich immer noch drauf habe. Deshalb ein kleines Nebeneinkommen, ja. Und weil ich ja gerade Lachsträhne bin, habe ich jetzt die nächsten 20 Euro genommen und habe die heute Abend auf Real gewinnt und beide Teams treffen. Weil ich glaube, Man City wird schon sein eines Tor machen, aber ich glaube Real, also ich will auch ganz ehrlich kein englisches Finale, das sieht man oft genug, Liverpool gegen Man City. Ich würde gern Real Madrid mit Benzema, der hat unglaublich gute Saison gespielt. Würde mich über ein Duell freuen zwischen Benzema und Kloppi, ja. Kloppi gegen, ich weiß nicht, wie ist der, Mourinho? Nee. Ich weiß gar nicht, wie der Trainer heißt, aber ich habe ein Gesicht vor Augen, habe nur den Namen fallen lassen. Oder Ancelotti? Ist gerade Ancelotti? Carlo Ancelotti? Weiß nicht. Aber trotzdem, absolut krank. Wäre ultra nice. Und
Ja, ist eine, ist glaube ich so, dass Real Madrid gewinnt und beide Teams treffen, ist eine 4-5er-Quote und ist auf eine 5-5er-Quote, glaube ich, gebufft worden. Bin ich ganz sicher. Aber, ja, wenn du dann 20 Euro einsetzt, da stand glaube ich draus, ich krieg glaube ich knapp ein bisschen mehr als 100, würde ich rauskriegen. Das heißt, wenn das durchgehen würde, ich würde instant wieder 100 rauscashen. Also, das ist momentan, wie gesagt, ich gehe jetzt gerade ein bisschen mehr risky, weil ich jetzt natürlich auch. What? LOL. Das kostet 0 Hero Souls? Warum ist es so low? Achso. Das habe ich nicht verstanden. War das ein Bug? Warum steht da nur Hero Souls? Ich bin verwirrt. Absolut verwirrt. Ich habe keine Ahnung. Oder ist jetzt halt so. Weiß ich nicht. Okay, scheiß drauf. Auf jeden Fall, wenn meine Lucksträhne heute weitergeht, gibt es ganz viel Ehrepunkte an den Betway-Gott. Aber, was auch interessant ist, ich habe gestern mit der Freundin von meinem Bruder gequatscht und die hat Essen gemacht und die hatte 100 Euro bar und wollte es aber auf PayPal haben. Dann haben wir es getradet, also ich habe sie das für bar gegeben, ich habe sie über PayPal geschickt. Und dann hat sie gesagt, habe ich noch gesagt, aber als Bedingung dafür, weil die ist so ein bisschen Orakel, immer wenn die irgendwas sagt, die hat nämlich keinen Bock auf Wetten, aber immer wenn die irgendwas sagt, hat die recht. Die hat glaube ich 3 oder 4 Mal hat die gesagt, ja, so und so wird's ausgehen und die hat immer recht gehabt. Ja, und jetzt habe ich ja halt gesagt, ja, dann soll sie einfach sagen, aber dann will ich noch, dass sie sagt, dass Liverpool gewinnt und beide Teams treffen, also dass ich mein Schein durchgeht. Und sie meint so, ja, wird durchgehen. Und ich habe einfach nicht drauf belieft. Aber jetzt, weißt du, dann steht 2-0, liegen sie hinten und dann geht es halt doch durch. Und jetzt langsam denke ich so, die Freundin von Bruder, ich habe es vielleicht schon mal gesagt, heißt Sophie, die hat langsam, die hat den Glück im Knöchel. Das ist genauso wie mit meiner Freundin. Wenn ich mit der wette, wenn die sagt, ja, komm, setz mal drauf. Immer geht es durch. Also ist ganz, ganz wild. Wilde Geschichten. Nur wenn ich allein tippe, geht's nicht durch. So. Ja, demnach wieder good luck. Und ich habe ihr dann gesagt, okay, und dann hat sie gesagt, okay, sie sagt's, aber dafür, wir wollen heute Abend noch einen Döner essen, hat sie gesagt, dass wir dann, dass dann auf ihren, auf meinen Nacken geht. Habe ich gesagt, okay, mache ich. Jetzt habe ich ihr, gebe ich heute Abend was zu essen aus. So muss das. So. Wir laufen immer noch weiter. Bonus-Boss ist fast down. Ist der zwischen down? Ah, schade. Keiner da gerade. Alle am Arbeiten. So ein Lapp. So, und was noch? Achso, heute Abend noch ganz interessant. Wir haben heute Abend. Hat der jemand geschrieben? Hat mir jemand geantwortet? Okay, der kann leider nicht. Schade. Habe ich den Chat schon bekommen? Nee. Genau, heute Abend haben wir dann nämlich endlich unsere Night League-Spiele aus Woche 2 und 3. Also wir sind ja gerade in der dritten Spielwoche, aber wir haben das zur zweiten noch verschoben gehabt. Haben aber heute beide Spiele nacheinander und davor noch ein Scrim und davor noch Warm-Up. Also wir haben heute um 19.30 Uhr Warm-Up bis 20 Uhr. Dann suchen wir noch ein Scrim für bis 21 Uhr. Ab 21 Uhr haben wir dann Night League-Match bis 22 Uhr. Ab 22 Uhr haben wir das zweite Night League-Match bis 23 Uhr. Und deshalb kann ich wahrscheinlich auch Fußball heute Abend nicht gucken, was ein bisschen traurig ist. Hätte ich richtig Bock drauf gehabt, aber ja. Das wird heute ordentlich. Ordentlich anstrengend. So. So. Das läuft noch alles wie soll, okay. Aber langsam seht ihr unten den Lebensbalken. Also langsam ist das Idle, glaube ich, vorbei. Ich glaube, langsam ist das vorbei hier. Der gute Zug ist abgefahren. Mit dem Durcheideln. Also ein bisschen geht noch scheinbar, aber... Gleich ist vorbei. Ich muss meine Geschirrspüler ausräumen, das wollte ich schon ein paar Tage machen. Hab zwar Wäsche und alles gemacht, aber Geschirrspüler wollte ich auch noch ausräumen. Vergessen. Mach ich auch gleich. Immer schön für den Bachelorarbeit drücken. Eieiei, was ist denn hier los? So. Ah, jetzt kommt ein bisschen Mensch mal rein, aber ich glaube langsam.
müssen wir jetzt damit leben, dass der Idle-Bonus jetzt langsam nicht mehr reicht. Hier zum Beispiel, das dauert mir schon zu lange. Machen wir die Klicker hier rein. So. Genau, das kann jetzt ein bisschen laufen. Das Problem ist jetzt, jetzt läuft das auch nochmal. Und dann läuft noch mal mit Skills. Ich hoffe, wir schaffen die. Also die Ascension muss auf jeden Fall noch in das Video. Also, wie gesagt, ich werde dann dieses Timeless mal ausprobieren und mit den Autoklickern. Ich hoffe, das klappt. Weil dann würde ich zum Beispiel alle meine Gilde-Dinger auf irgendeinen Hero verteilen, der vielleicht am Anfang noch ab ist, keine Ahnung, auf irgendeinen krassen. Ich mach's wahrscheinlich hier auf irgendwas, ich glaube am Anfang haben wir immer, bis hier kommen wir so bis Sartalo oder Lilin oder Katmia, keine Ahnung, mal sehen. Mal sehen, wie hoch wir da kommen. Da baller ich dann alle meine Souls drauf. Oder meine Gilded Heroes. Souls, keine Ahnung, wie man das nennt. Und dann... So. Ich weiß ja gar nicht, wie viel Cooldown hast du eigentlich? Cooldown, Dark Ritual. Das dauert, lohnt sich wahrscheinlich bei längeren Extensions. Bloop Coins. Was sind denn Bloop Coins? Überhaupt noch? Total Relics found, Upgrade purchased, Time played since first click, 44 Tage, ja. Das passt ganz gut, weil wir haben, glaube ich, das Jahr jetzt, wir haben, glaube ich, Folge 44 letztes Mal rausgebracht. Obwohl es ja jeden Tag irgendwie eine ist. Ja, also wirklich jedes Video beschreibt so circa einen Tag. Ein Tag Progress, außer jetzt, wenn ich so eine Doppelfolge mache. Alles ist wirklich nice, dann brauche ich jetzt nicht jeden Tag immer reinhasseln. Ich habe jetzt zwei auf Lager. Die letzte wollte ich ja irgendwie die Erklärung des Niesens nennen oder so, weiß ich noch nicht, eine Nies-Folge. Ich weiß gar nicht, was das hier ist. Ich glaube, wir machen das hier mal die Timelapse-Folge, weil wir sie ja tryen werden. Okay, wir kommen auf jeden Fall noch ordentlich gut voran, dafür, dass ich noch keine Skills eingesetzt habe. Einfach nur die Autoklicker rein da. Chronisches Nasenjucken, alles klar, ist auch wieder am Start. Oh, fuck. Bisschen müde bin ich scheinbar auch. Alles klar. Wie gesagt, Drake und so, ne? Also die noch kein Icon hier haben und noch keinen Charakter, der hier beim Kämpfen hilft. Sagt gern Bescheid. Dann mache ich euch auch was Schönes rein. So. Gibt's schon Ancient Souls? Nee, hab mir gedacht. So, obwohl, wie gesagt, genau, obwohl wir noch gar nicht jetzt gerade irgendwas upgraden, klicken wir uns jetzt schon mit den Klicks schon ordentlich gut durch. Also das ist schon ganz schön wild. Was haben wir denn beim letzten Mal gehabt? Ja, wir haben jetzt schon 2000, ne 3000 schon. Aber das liegt auch daran, ich habe bei den letzten Runs hier immer nur kurzfristig dann, jetzt sieht man die Klicks schon eher. Kurzfristig dazu entschieden, dann halt doch noch, also zu ascenden, obwohl ich hätte noch hier klicken können, aber ich hatte keine Zeit, jetzt aktiv was zu machen. Das habe ich einfach nicht früher in eine Ascension gegangen. Weil ich da zum Beispiel nochmal einkaufen gegangen bin oder keine Ahnung. Okay, jetzt würde es sich, glaube ich, langsam lohnen, die Skills einzusetzen. Oh, das wollte ich anders machen, scheiß drauf, so. So, jetzt können wir hier wieder ein bisschen mitklickern. Denkt man auch, dass wir. Ich weiß nicht, vielleicht schaffen wir sogar durch die 19.000 in dem Run jetzt gerade. Oh. Auch ganz witzige Geschichte, als ich klein war. Es gibt ja fettarme Milch, ne? Zuerst hatte ich gedacht, fettarme Milch ist Milch, von dem die Arme fett werden. Ja, also wirklich. Das war schon 300 IQ so. Das ist einfach eine fettarme Milch, ne? Fettarme, so. Und dann war ich kurzzeitig komplett lost. Da war ich ungefähr 6 oder 7, glaube ich. Da habe ich dann gedacht, das heißt Fettarmee-Milch. Ja. Weil ich dachte, da ist so viel Fett drin, dass es eine Fettarmee ist. Ja, da war ich, also keine Ahnung, da bin ich, vielleicht bin ich in der Woche auf den Kopf gefallen.
Und dann, also in der Woche hat Safe auch Legasthenie gekickt, weil Fettarmee, Milch steht ja ganz bestimmt nicht. Dann kam ich wieder zurück auf Fettarme, ja, hier Fettarme Milch. Und dann erst, ich glaube, da war ich gestern habe ich gerallt, gefühlt gestern, ja, gestern habe ich gerallt, dass es einfach fettarme Milch ist, ja, dass einfach gar nicht so viel Fett drin ist, das ist einfach fettarm. Also wirklich, mein so, als ich das herausgefunden habe, ich dachte auf einmal, die Kugel ist rund, weißt du, die Kugel ist rund. Ich dachte dann wirklich kurz, dass die Erde ist rund. Weißt du, jeder, dass eine Scheibe ist. Junge, da war ich aber wirklich komplett lost. Also, ne. Ne. Also, das kannst du auch ganz ehrlich keinem erzählen. Eigentlich erzähle ich nur euch im Vertrauen, aber eigentlich kannst du das keinem erzählen. Das ist Fettarmee-Milch, Mann. Also ganz ehrlich, hätte ich eine Zeitmaschine, würde ich zurück in die Vergangenheit reisen, mir eine mitgeben, aber so richtig so Zuhälter-Channel-mäßig, so schön mit der Rückhand, batz, dass ich schon durch die nächsten drei Wände fliege. So in der Art. Ja. Mein Gott. Fettarmee, mich hier rast aus. So. Gab noch andere gute Geschichten, aber die hat mich geprägt, die Fettarmee-Milch, also die hat mich gekillt. So. Gestern auch so ein richtiges witziges Meme gesehen. Alter, können wir jetzt mal ein bisschen schneller voranpushen? Das dauert ja ewig. Da hatte so Instagram-Reel und der eine so, ja, dann kommt die Mutter so rein, oh, ja, du bist jetzt so faul, sagt sie zu ihrem Sohn, ne? Und er dann so, ja, wenn ich bei Olympia wäre, von den faulsten Menschen, dann würde ich den vierten Platz belegen, damit ich nicht aufs Treppchen steigen muss. Dann diese Junge, man denkt immer, man kennt alles, weißt du, da kommt irgendein Lachs um die Ecke und erzählt die neue Scheiße und dann denkst du, Junge. Also ich muss schon sagen, also ich glaube, heutzutage ist es ein bisschen schwerer, kreativ zu werden, obwohl es ist wirklich. Also auch was Serien und Filme angeht, ich meine, es gibt schon so viele Krimis, die immer wieder irgendwie probiert haben, was Eigenes einzubringen, aber ich muss sagen, irgendwann gehen natürlich ein so ein bisschen Ideen aus. Die Filme bleiben ähnlich oder werden berechenbarer, weil der Zuschauer schon viele gesehen hat. Ja, also ich glaube, ich kann gefühlt 90% der Filme, die ich sehe, schon halbwegs predikten, weil die Charaktere natürlich auch immer ähnlich aufgebaut sind. Damit es halt irgendwie auch noch diesen komischen, es gibt ja so ein Filmschema auch, an das man sich halten sollte, bei einem Drama oder bei einer Komödie oder so. Ja. Und dann ist es meistens doch ein bisschen vorhersehbar. Aber eigentlich, auf der anderen Seite, gibt uns die Realität, die sich auch entwickelt, ne? Zum Beispiel Handys, immer flacher Fernseher oder so, bietet ja einem wieder neue Möglichkeit, kreativ zu werden. Zum Beispiel, früher gab es keine Handys und da konnte zum Beispiel keiner per WhatsApp irgendeine komische Nachricht empfangen oder so. Weißt du, du hast dann durch die Technik, die sich entwickelt, hast du auch neue Materialien, mit denen du arbeiten kannst. So, zum Beispiel werden neue Waffen, ich weiß nicht, vielleicht werden in 10, 20 Jahren neue Waffen gebastelt, die automatische, gibt's natürlich nicht, aber zum Beispiel so einen Minicomputer mit drin haben, die dann für dich Auto, wie so ein Aimbot, Autofokussen, ja, so Bilderkennung. Gibt ja schon an Flughäfen so Kameras, die halt Gesichter erkennen und durch die Datenbank scannen und gucken, ob die vielleicht gesucht sind oder so. Und also ganz viele Überwachungssysteme. Vielleicht ist irgendwann mal die Zeit gekommen, wo das in so eine kleinen Chips kommt. Und dann rein in die Waffen so. Und dann würde ja zum Beispiel dem Filmemacher auch wieder neue Möglichkeiten geboten werden, dass du so einen Film halt wieder erzählst. Ja, also so einfach die Technik anpasst. Und dadurch gibt es wieder viel mehr Möglichkeiten. Also deshalb, also es ist zum einen schwerer, kreativ zu werden, weil alles ja fest vorgeschrieben ist und es schon tausend Dinge gibt. Aber gleichzeitig, ich habe das Gefühl, wenn man wirklich was Modernes machen will, einen neuen Film, der noch nicht so wie jeder andere ist, soll man sich die Technik angucken, die gerade in der Produktion ist, die so die nächsten 5 bis 10 Jahre auf den Markt kommt und daran sich orientieren und gucken, ob man die nicht mit unterbringt, weil wenn der Film dann fertig produziert ist, ist das brandaktuell. Ja, so eine Art. Oder neue Erkenntnisse über das Universum oder keine Ahnung, zum Beispiel wird in 10, 20 Jahren erkannt, dass auf dem Jupiter Leben möglich ist. Ja, doof, so ein Zeug. Ja, und dann kommt ein cooler Jupiter-Film raus, wo ein Raumfahrtkommando zum Jupiter fliegt und da halt diese Monster findet. Ja, wäre auch krass. Ja, also so eine Sache. Also so, meint ja nur, dass man
Ich habe das Gefühl, dieses Vorstellungsbild eines Menschen ist immer begrenzt. Ja, also zum Beispiel vor 50 Jahren, 60 Jahren, vielleicht auch, sag ich mal, 200 Jahren. 200 Jahren hätte niemals gedacht, dass wir irgendwann mal Handys haben. Handys in der Tasche. Für uns ist es heute Normalität. Und jetzt jetzt nichts vergessen. Wollte nur was sagen. Genau, das hat sich keiner vorstellen können früher. Und bei uns ist jetzt so, ja, okay, jetzt gibt es schon so viel, aber wir können sich vorstellen, dass irgendwann mal ein Mensch geschrumpft werden kann, jetzt beispielsweise, ne? Kann man sich nicht vorstellen, dass das irgendwie funktionieren soll. Ja, warte mal 50 Jahre ab. Vielleicht auch 100, vielleicht 200. Ja. Naja, okay, wir sehen irgendwie die Power jetzt hier ein bisschen nach. Wir können hier noch ein bisschen reinbuttern, aber ich glaube, wir wollen ja in die Folge jetzt noch die Ascension reinpacken. Deshalb lassen wir das jetzt mal gut sein. Geht jetzt in die Ascension rein. So. Jetzt, wir wollen ja, jetzt habe ich auch mega viel rumphilosophiert, ey, das habe ich auch noch nicht gemacht. Lang nicht mehr. So, jetzt speichern wir uns das. Klicker über das Calculator. So. Rein da in den Lachs. Oh, falsches. Rein da in den Lachs. So, zack. Du Level. 6. Tacks, Tacks. Import. So, und jetzt probieren wir das mal aus, gleich mit dem Timelapse. Was ich jetzt versuchen würde, ist halt, ich level jetzt erstmal so viel ich kann hoch, damit der Damage irgendwie möglichst viel gebufft wird. Da nehme ich mit den höchsten. Ich hoffe, das funktioniert. Nehme ich mir gleich Talo oder so, keine Ahnung. So, setze jetzt alles, was ich habe. Auf Talor, so. Setz da jetzt einen Autoklicker drauf, ja. Da hoffe ich jetzt nämlich, dass der. Ah, okay, perfekt. Jetzt kann ich eigentlich nochmal umswitchen. Auf Cadmia. Wo ist Cadmia? Da. Zack. Das switcht sich jetzt alle paar Sekunden um, deshalb mache ich es mal so. So. Und jetzt hoffe ich mal, wenn ich jetzt den Timelapse aktiviere, dass der Autoklicker einfach immer mitlevelt. Also auch immer mit Cadmia levelt. Und wir dann halt nicht irgendwie jetzt bei 2000 stehen bleiben, sondern jetzt halt irgendwie hochgehen. Aber ich bin mir nicht sicher. Vielleicht mache ich ganz kurz ein Save. So, habe ich gesaved. So, und jetzt machen wir mal einen Progress. Wir sind jetzt bei 184. Wenn wir jetzt sagen 8 Stunden. Ah. Also theoretisch ist es mit hochgegangen, wenn ich mich nicht irre. 8 Stunden ist ja, war jetzt nicht so viel. 5 Ebenen, 5000 Ebenen. Warte mal, kann ich jetzt nochmal das importen von gerade eben? Moment. Moment. Das nehmen wir jetzt nochmal hier. Kriegen wir noch Rubies wieder. So, also das hat scheinbar geklappt mit dem automatischen Upgrade. Jetzt will ich mal gucken. Genau, jetzt will ich es wieder. Jetzt können wir mal gucken, was will ich denn für 20 kriegen. Weil, also das war ja ganz schön mau. Ich glaube eher, dass der Autoklicker blieb zwar drauf, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass 8 Stunden 5000 Ebenen sind. Das geht auch schneller, oder? 8 Stunden. Weil ich meine, wir haben jetzt hier. Guck mal, hier für 8000 eben 2,5 Stunden gebraucht. Das kann ja nicht sein. Verstehe ich nicht. Oder levelt es um einiges langsamer? Ich weiß es nicht. Oder geht es vielleicht mit Autoklickern besser? I don't know. So, wir versuchen jetzt mal ein bisschen mehr. Wir sagen mal 24 Stunden. Ne, guck mal hier, wir bleiben auf der gleichen Zone. Gut, dass wir es mal getestet haben. Wir kommen trotzdem nur diese Anzahl an Zones hoch. Bringt mir gar nichts. Das bringt uns leider gar nichts. Gut, weil für 5000 Ebenen, das ist mir, glaube ich, ganz schön zu mau. Weil das sind keine 8 Stunden für mich. Ich glaube eher, dass gepusht wird. So viel du mit Cadmia an Damage machst. Und dann wird
Diese Autoklicker funktioniert nicht während diesem Timelapse, sondern der nimmt dann alles, was du hast in Damage und geht 8 Stunden voran und guckt, wie hoch du kommst und setzt den Autoklicker dann wieder rauf. So, das bringt mir aber nichts. Da muss der Damage am Anfang viel höher sein, also das macht jetzt gerade gar keinen Sinn. Ist der Damage viel zu low für. Da muss man wirklich schon bis 100.000 eben noch laufen können oder so, dass man hier sagt am Anfang, okay, ich setze jetzt hier irgendwie, cut mir auf Level... Ja, schon auf Level 5000, 6000 und lass dann mal drüber springen. Aber jetzt gerade macht das wirklich keinen Sinn. Aber gut, dass wir es getestet haben. Vielleicht mache ich auch was falsch. Man könnte jetzt mal testen mit den Autoklicker, wenn wir die Autoklicker hier raufsetzen. Aber ich glaube, wir haben ja eben gemerkt, ich glaube, die Autoklicker laufen nicht währenddessen. Das ist wirklich nur, du kannst auf irgendwas so viel setzen, wie du kannst. Und wenn du jetzt startest, dann nimmt er dir das, was du hast an Damage und geht so weit voran, wie es geht. In 8 Stunden. Und weil 8 Stunden jetzt momentan ja niemals im Run dauert, guckt ja halt, also nach, ich glaube nach 25 Minuten wäre dann schon fast vorbei. Also springst halt 7 Stunden umsonst, deshalb machen wir das jetzt nicht, das macht keinen Sinn. Da muss man wirklich warten, wenn man in dem Bereich ist, wo die Jungs hier sind, glaube ich. Farek, Bad, Ghost, da macht das dann Sinn. Wenn du dann wirklich 8 Stunden wirklich vielleicht travelst, oder 5 zumindest, aber jetzt für eine halbe Stunde, ganz ehrlich, vielleicht eine Stunde, ich glaube 5000 Ebenen pro Stunde macht das Sinn. Hier 2,5 Stunden für 18.000. Ja, nicht mal, also ich sag mal eine Stunde 15 bist du bei 6.000, bei einer Stunde bist du bei 5.000. Ja, eine Stunde machst du 5.000 Ebenen, also ja, dann hätte ich jetzt nicht mal eine Stunde bezahlt. Also ich bezahle 8 und krieg dafür 50 Minuten oder so. Nee, das machen wir nicht. Das machen wir nicht, dafür bin ich zu geizig, weißt du? Dafür bin ich zu geizig. Außerdem habe ich meinen Jungs ja noch versprochen, dass ich jetzt den nächsten Run mal sponsor hier, also so ein Doppelding. Der kostet jetzt aber, ich weiß gar nicht, wie viel ein Retrial kostet. Wenn ich den heute schon leisten kann, mache ich den sogar. Obwohl ich gar nicht weiß, ob wir den packen. Kommt drauf an. Wir müssen es mal noch mehr schauen. Der Rest muss heute auf jeden Fall aktiv werden und den noch zu Ende kloppen. Ich hätte es gerne alleine gemacht. Hab's leider nicht geschafft. Gut, das heißt, wir haben heute 2 Folgen hinter uns gebracht. Die eine heißt irgendwas mit die Erklärung des Schluckaufs. Und. Nee, nicht Schluckauf, des Niesens. Und. Oder ich weiß nicht, diese komisch. Keine Ahnung. Die Folge auf jeden Fall jetzt hier gerade heißt. Philosophieren übers Timelapse. Oder so, keine Ahnung, wir haben ja ein bisschen philosophiert und ein bisschen Timelapse gemacht. Aber irgendwie so, ja. Ihr werdet sehen. Danke fürs Zuschauen auf jeden Fall für den ganzen Tag jetzt. Ich habe einen Tag vorausgeplant, sehr gut. Ich hoffe, ihr seid am Ball geblieben. Grüße an die Gilde. Ich zeig sie nochmal. Ehrenmänner. Warte mal ganz kurz, ob wir was Neues haben. Ne. Dann bleibt gesund. Danke fürs Zuschauen. Und wir sehen uns wahrscheinlich dann morgen oder in der nächsten Folge. Bye, guys. Bye, guys. Bye, guys.